Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio hier auf meinem Kanal. Wir haben zu tun. Wir haben viel zu tun. Wir machen noch ein Teilerfließband. Bedeutet, wir teilen einmal hier. Wir brauchen nämlich neue Eisenplatten. Dann machen wir einmal. Achso, nee. Ich wollte eine Unterführung nochmal machen. Einmal runterführen, einmal hier runterführen, einmal hier runterführen, dann einmal eine unterirdische, sehr schön. Und dann geht es hier weiter mit den Eisenplatten. Und dann, was brauchen wir hierfür? Die mittelgroßen Strommasten brauchen wir: Kupferplatte, Stahlträger und Eisenstangen. Stahlträger hätten wir da. Zwar nicht genug, aber wir hätten welche. Wir müssen das tierisch umbauen, Leute. Tierisch umbauen. Also passt auf. Folgendes. Wir machen hier einen Versorgungsbereich hin, einen Produktionsbereich in dem Sinne. Mit zwei Greifarmen und weiteren Fließbändern. Also passt auf, wir machen hier einen Produktionsbereich hin mit Greifarm und Greifarm, einem Solarpanel. Dass wir das auch mit Strom versorgen können. Das wäre natürlich ganz vorteilhaft. Das will ich jetzt nämlich mal ausprobieren. Verbraucht minimal 2,5 kW. Ich weiß jetzt nicht, wie viel von der Leistung gebraucht wird. Ich habe keine Ahnung. Wir werden jetzt einfach mal produzieren. Führen wir da lang. Okay. Dann werden wir einfach mal sagen, okay. Hier brauchen wir die Eisenstangen, bitte. Danke sehr. Heißt, wir produzieren jetzt Eisenstangen. Ich weiß jetzt nicht. Das wird alles nur jetzt von dem Solarpanel betrieben, ne? Ich weiß nicht, was das Solarpanel alles schafft an Leistung. Das scheint aber zu funktionieren. Bedeutet, das scheint zu funktionieren. Wir bräuchten jetzt für die mittleren Strommaste. Bräuchten wir Kupferplatten und Eisenstangen. Kupferplatten hätten wir hier. Eisenstangen hätten wir da. Bedeutet aber, die Kupferplatten, die hätte ich gerne separat. Bedeutet. Die werden hier drauf gepackt. Dann würde ich die erst lieber hier drauf packen, ne? Bedeutet, bedeutet. Dann machen wir ein Teilerfließband hin. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Doch, müsste. Gut, dann werden wir das nämlich. Hattet. Nochmal eins weiter machen. Oder zwei weiter. Je nachdem, wie man es sieht, ne? So. Und das andere führen wir nach unten. Wir haben keinen Fließbänder mehr. Ich hole mal neue Fließbänder, Leute. Eisenkisten. Panels. Fließbänder.
Danke. Das ist geil. Das ist richtig geil, Leute. Also, Kupferplatten. Brauchen wir hier hinten. Bedeutet. Wir haben jetzt Nacht, ne? Ich glaube, wir haben jetzt Nacht. Jetzt ist kein Strom da. Okay. Gut zu wissen. Bedeutet aber. Ich würde das gerne hier drauf packen. Ja, weiß, das haben wir auf der linken Seite. Das heißt, wir müssten eigentlich damit auf die andere Seite und dann da drauf. Ne? Bedeutet, wir müssten eine Unterführung machen, hier runter und darauf. Dann müssten wir das einmal so machen, dass das hier durchgeht und dass das im Prinzip dann hier drauf transportiert wird. Dann hätten wir das, ne? Okay. Ach du Schande. Okay, dann hätten wir das, ne? Dann bräuchten wir jetzt noch die Stahlträger, die finden hier oben. Da bräuchten wir aber wesentlich mehr, ne? Ach du Schande. Okay, bedeutet also, wir müssen hier oben natürlich auch nochmal umbauen. Heißt, wir packen das hier hin, dann hier hin, dann hier hin. Dann packen wir das hier weiter hin. Und dann packen wir noch einen Schmelzofen dahin. Schmelzofen, den wir brauchen werden. Mit Greifarm natürlich wieder. Die keinen Strom haben. So, bedeutet, wir produzieren jetzt wesentlich mehr Stahlträger wie vorher, als wie vorher, als wie vorher. Cooles Deutsch. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das bedeutet aber, wir bräuchten die Stahlträger nach da unten, müssten also ein Teilerfließband machen, wenn ich das richtig annehme. Am besten hier vor. Und werden diese dann nach da unten ableiten. Und dann in einer Montagemaschine, die wir noch mal fertigen müssen. Wird das mit Greifarmen, die wir auch nochmal fertigen müssen? Ach du Schande. Im Prinzip zu einer Formation entwickelt. Über einen großen Strommast. Wesentlich besser, ne? Schiefer Turm von Pisa, ne? Schieferturm von Pisa. Können wir da was ändern? Das reicht so, ne? Da brauchen wir gar nicht so weit zusammen machen. Das reicht so vollkommen aus. Bedeutet, wir gehen hin. Bauen hier eine Kiste hin. Mit einem Greifarm, die wir auch noch mal fertigen müssen, damit wir die nicht immer selber fertigen müssen, ne? Der das dann nicht abgreift in die Kiste, wo wir hier am besten diese
Stromasten herstellen? Die großen oder die kleinen? Ich würde sagen, die kleinen. Reichen, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Ich denke mir erstmal, dass die reichen. Bedeutet aber allerdings, hier werden wir das einmal minimieren auf ein Slot, die Kiste. Und der erste Strommast ist schon da. Perfekt. So, heißt aber auch. Das hier produziert schon. Das ist in Ordnung. Das muss auch, glaube ich, nicht die ganze Zeit produzieren. Wenn das, glaube ich, tagsüber nur produziert, ist das, denke ich mal, auch in Ordnung, ne? Müssen wir gucken. Kriegen wir schon hin. Das Problem sind hier die Stahlträger, ne? Geht nach da. Der nächste geht geradeaus und der nächste geht dann wieder da. Nicht nach da. Genau, immer abwechselnd. Ne? Der nächste geht jetzt nach hier und dann nach hier. Da hat sich zumindest gerade was bewegt. So schnell habe ich es jetzt aber gar nicht mehr verfolgen können. Geht jetzt hier, dann der nächste hier. Genau. Aber wie man merkt, wir brauchen wesentlich mehr Stahlträger. Wesentlich mehr Stahlträger, ne? Das ist schon heftig. Das ist schon heftig, was wir hier an Stahlträgern brauchen, Leute. Aber gut, sollten wir trotzdem irgendwie hinkriegen. Hier ist keine Produktion jetzt, ist aber auch nicht schlimm. Aber hier könnten wir natürlich sagen, um ein bisschen Platz zu sparen im Prinzip, könnten wir hier im Prinzip einen Strommasten hinsetzen. Der im Prinzip den Bereich hier abdeckt. Und dann können wir uns den sparen, ne? Wartet, ich versorge das mal. Ja, das ist das Fließband, ne? Da. Bedeutet, wir müssten im Prinzip das Fließband einmal hier rumlegen, ist aber auch kein Problem. Das nehme ich weg. Dann passt das auch wieder. Da haben wir das hier nämlich relativ gut mit Strom versorgt. Und das Solarpanel packen wir auch wieder hier hin. Das können wir hier hinpacken, ne? Ich kann zusätzlich hier mit Strom versorgen, dann ist hier das zumindest ein wenig entlastet, ne? Oh ja. Oh ja, aber richtig entlastet, ne? Heftig. Oh, coole Sache, definitiv.
Theoretisch müssten wir mehr Stahlträger produzieren, ne? Okay, darum werden wir uns wahrscheinlich dann in der nächsten Folge kümmern, Leute. Ich danke euch soweit fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne liken, abonnieren und wir sehen uns dann spätestens in der nächsten Folge wieder. Factorio hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und wieder reinschaut. Und ich bin mal gespannt, was wir hier noch alles erleben werden und automatisieren werden, ne? Es gibt ja jede Menge Möglichkeiten noch, was man hier machen kann. Das ist verdammt heftig. Und ich bin echt gespannt. Flüssigkeitshandhabung. Ich habe keine Ahnung, was das noch alles sein soll. Fülle Öl in Fass. Fülle Wasser in Fass. Ja, das heißt, wir können Wasserfässer herstellen. Das heißt, leere Fässer, ein Stahlträger. Ach du Schande. Lagertank. Pumpe. Bauplan. Pumprate. Ja, wie können wir das Wasser denn da reinkriegen zum Beispiel? Schmiermittel, Leichtöl, Schweröl, Öl, Schwefelsäure, ach du Scheibenhonig. Was gibt es hier noch alles? Energieschild, tragbarer Fusionsreaktor und. Also verdammt viele Möglichkeiten. Schwefelverarbeitung ist auch noch eine richtig heftige Sache. Batterien. Werden wir auch noch machen müssen. Ich weiß nicht, was wir für die Batterien brauchen. Ja, eine Eisenplatte, eine Kupferplatte. Okay. Und 20 mal Schwefelsäure. Wie kriegen wir Flüssiggas? Ach du Schande. Schmiermittel. Arbeitsroboter, Transportmenge. Persönlicher Akku. Fortgeschrittene Elektronik. Wiederaufbereitung von Kernbrennstoff. Ach du Schande. Effektübertragung. Automatisierung 3. Kohleverflüssigung. Alter Leute, das ist ja heftig, was es hier noch alles gibt. Ist noch lange nicht alles, ne? Kunststoffe. Kunststoffe, fortgeschrittene Elektronik. Bergbauproduktivität. Stapelgreifarm. Es ist richtig heftig, Leute. Module. Lasertechnik. Bremskraft. Züge gibt es anscheinend auch noch. Eisenbahn. Hier, Eisenbahn. Müssten wir auch noch erforschen. Großtransporte über weite Entfernungen. Bremskraft, Tankwaggon, automatisierter Schienenverkehr. Ach du Schande. Okay. Na ja gut, da haben wir auf jeden Fall noch einiges zu erleben. In dem Sinne natürlich danke soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin natürlich Servus und Tschüss.